Du lobst mich gar nicht? Wofür, kleiner Frosch? Für die Diskretion, mit der ich dich daran erinnere, dass es Kaffeezeit ist und du dich von deinem neuen Roman losreißen musst. Ich weiß sowieso nicht weiter. Was? Was kann dir passieren? Noch öfter, als meine Leser glauben. Du enttäuscht mich, großer Papa. Hallo, Knut! Die Intelligenz der Familie ist bereit, sich von der rohen Gewalt in Schlepptau nehmen zu lassen. Quatsch, komm. So. Sei nicht albern, wir sind doch Geschwister und kein Brautpaar. Fertig mit dem Heu? Die letzte Fuhre. Kinder, wisst ihr, was mir gerade klar wird? Nee, wir sind ja keine Hellseher. Dass wir eigentlich die ideale Familie sind, wie sie im Buche steht. Ich meine natürlich in einem Buch von Papi. So, findest du? Ja. Papi mit seinem gepflegten Charakterkopf ist das Haupt der Familie, Mami das Herz. Und was bin ich? Du bist das gesunde Naturkind unter so viel Nervenmensch. Wen meinst du denn damit? Vor allem mich natürlich. Und dann auch das musikalische Genie unserer Familie. Du, Michaela, wer kommt immer noch? Sagen wir irgendwas hinein, aber was? Barbara, hast du nicht noch ein Kissen? Willst du nicht lieber gleich ein ganzes Bett? Aufgepasst! Hey! Dankeschön. Schöne Fahrt und guten Rutsch ins neue Lebensjahr. Ohne Musik, da wär kein Tag mehr schön. Ohne Musik könnt ich nicht schlafen gehen. Ich wär so allein, nein, ich könnt nicht sein. Ohne Musik, ohne Musik, ohne Musik. Auch Musik in aller Früh, darum sing ich, wenn die Sonne lacht. Auch am Abend hab ich meine Melodie und ich pfeif noch in der Nacht. Du halt mir den Augenblick an, Sven. Ich fürchte, es gibt doch noch Kleinholz. Warum du das Ding mitschleppst, wenn du auf einen Tag nach Hause fährst? Was du dir vorstellst, zwei Tage vor meinem ersten Konzert soll ich mich von meinem Cello trennen? Du bist wohl nicht bei Trost. Du wirst doch nicht gerade an deinem Geburtstag üben. Na was denn, James? In der Pause zwischen zwei Tüten wird vielleicht ein bisschen gefeiert. So, dankeschön. Übrigens unser Geburtstag. Knut und ich sind Zwillingsbrüder. Ah.
Da werdet ihr ja morgen alle beide mündig. Logischerweise. Seid ihr euch eigentlich ähnlich? Nicht wie die berühmten Eier. Papa sagt, wir seien Variationen über das gleiche Thema. Einmal in Dur und einmal in Moll. Und was bist du? Wenn du Knut siehst, wirst du wissen, dass ich Moll bin. Leider. Aber darauf beruht vielleicht die Harmonie in unserer Familie. Wie jemand so von zu Hause schwärmen kann, ist mir ein Rätsel. Das ganze Geheimnis ist, dass wir keine Geheimnisse kennen. Wir nicht vor den Eltern, die Eltern nicht vor uns Kinder. Und natürlich die zauberhafte Melodie, die unser häusliches Quintett beherrscht. Meine Mutter Sigrid. So, James. Da wären wir. Oh, sag mal, warum heißt euer Haus eigentlich Sophie Nund? Das ist der Titel von Papas ersten Buch. Stell dir vor, sein erstes Buch ist gleich in 24 Sprachen übersetzt worden. Ja. Wie spät ist es genau, Selma? Gleich vier, gnädige Frau. Ach, der Tag nimmt kein Ende. Nicht nervös werden, liebe gnädige Frau. Ach, Selma. Aber auch der Abend geht vorüber und leichter, als Sie glauben. Ich habe auf alle Fälle eine Flasche Cognac bereitgestellt. Was soll ich dir viel erzählen, James? Du wirst es ja selbst erleben. Meine Mutter ist das zauberhafteste Geschöpf, das ich überhaupt kenne. Deswegen fehlt es mir auch so schwer, eine Freundin zu finden. Wirklich, neben ihr kann einfach keine andere Frau bestehen. Na, hör mal. Ist sie das? Ja. Du, ich kann's nicht leugnen, ich bin richtig in sie verliebt. Weißt du, die anderen ziehen uns manchmal damit auf. Unser Brautpaar, sagt Papa. Verrückt. Na, sag das. Du, bitte, setz dich einen Moment hin. Ich komme gleich wieder, ja? Gut. Napoleon hat mal gesagt, drei Küsse. Einen auf den Mund und auf jedes Auge. Ach du, ich krieg ja gar keine Luft mehr. Was sind denn das für Dummheiten, du großer Kindskopf? Wieso bist du denn schon da? Dein Zug kommt doch erst um fünf. Ich wollte dich überraschen. Ich bin auch nicht allein da. Nicht allein? Nein, gestrenge Frau. Eine Freundin? Bist du eifersüchtig? Aber nein, du, zu deiner Beruhigung. Ein Freund, der mich im Wagen hergebracht hat. Du hast ihn doch nicht etwa für heute Abend eingeladen? Ein Gast zum Geburtstag? Ja, ich habe auch geglaubt, mich trifft der Schlag. Wo ist denn meine Frau? Auf der Terrasse. So, so. Schade, dass Sie nicht über Abend bleiben können. Ja, es tut mir wirklich leid, aber meine Eltern sind nur noch ein paar Tage in Ischow. Das kann ich vollkommen verstehen. Sie dürfen sie auf keinen Fall warten lassen. Aber schade ist es doch, Mr. Milroy. Sie müssen nämlich wissen... Wollen wir die Herren nicht erst miteinander bekannt machen, Gabi? Ach ja, richtig. Das ist James Milroy, wenn ich recht verstanden habe, Michaels Freund. Und das ist kurz gesagt... Unser Papa. Die Welt kennt ihn, die Würde seiner Erscheinung spricht für sich selbst. Verzeihen Sie mir meine naseweise Tochter. Verzaubern. Danke, mein Junge. Guten Darf Tag, ich zum Papa. Tee bitten? Sie sind ein Sohn von Robert Milroy. Gewisse, Eckberg. Wissen Sie, dass ich mit Ihrem Vater zusammen studiert habe? Davon hat er mir gleich erzählt, als er mich als Namen hörte. Wir hatten eine so schöne Zeit damals zusammen. Bitte? Ich habe James gebeten, bis heute Abend zu bleiben, aber er will durchaus nicht. Ich wiederhole, dass ich das tief bedauere. Wir haben nämlich an jedem Familienfest einen Riesenkrawall. Und je mehr Leute, desto schöner der Krawall. Aber Gabi... Wieso? Das Feuerwerk am Papis 50. war das nicht? Wir hatten uns alle Vollbärte umgehängt. Meiner fing Feuer. Und plötzlich ging eine ganze Kiste mit Raketen in die Luft. Na, und die Seeschlacht voriges Jahr an meinem Geburtstag, das war doch pfundig, nicht? Also erzählen Sie das ja nicht weiter, Mr. Milroy, sonst verliere ich meinen ganzen Kredit beim ernsthaften Publikum. Oh, ich habe auch schon mal 5 Anekdoten über dich verkauft. Stück zu 28 Schilling. Was? Mhm. Brauchst du das Geld dringend für meinen Kaninchenstall. Aber kannst beruhigt sein, waren alle sehr geschmackvoll. Und von A bis Z erlogen. Also weißt du, Gabi, du bist wirklich ein kleines Biest. Papi, ist das wahr? Ja. Bin ich ein Biest? Gib mir einen Kuss. Vater und Tochter, man könnte gar nicht mal sagen, dass sie sich ähnlich sehen. Aber sie sind sich ähnlich.
Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Aber im Ernst, findet ihr es nicht langweilig, dass wir gerade an dem Tag ohne Gäste sind, wo unsere Jungs Mama werden? Du wolltest sagen, volljährig. Das meine ich ja, wo sie das werden, was man richtige Männer nennt. Und das ist doch ein Tag, da müssten eigentlich alle Minen springen. Mr. Milroy? Ja? Falls Sie nicht den gesamten Zucker requiriert haben. Oh. Könnten Sie mir vielleicht auch eine Prise davon zukommen lassen? Verzeihung, wie viel darf ich Ihnen zwei, geben? Zwei, bitte. Nur zwei? Zwei? Drei, ja? Mir kannst du auch gleich geben. Bitte eins. Mir bitte auch eins. Seelenverwandtschaft. Hast du eigentlich Lampenfieber? Na. Wieso glaubst du? Naja, das ist ja das erste Mal, dass Michael öffentlich spielt. Ach so, das Konzert. Das ist doch erst übermorgen. Naja, ein komisches Gefühl im Magen habe ich ja, wenn ich daran denke. Also, ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass ich morgen ein paar Stunden übe. Sagen Sie, Mr. Milroy, hat Ihr Vater noch immer die alte Leidenschaft fürs Theater? Damals saßen wir Abend für Abend hoch oben auf dem Olymp und bewunderten die, die nun längst erloschen sind. Peter Helgers, Alexander Thies und vor allem doch Stella Soring. Sie wissen von Stella Soering? Mhm. Mein Vater sprach manchmal von ihrem frühen Tod. Als ob die Götter sie uns nicht länger gegönnt hätten, sagte er mal von ihr. Ja, genau so war es. Knut, willst du nicht Mr. Milroy noch rasch die Stelle zeigen? Natürlich, gern. Oh ja, und unsere Solitude müssen Sie auch sehen. Was ist die Solitude, wenn ich fragen darf? Unser Gartenhaus. Dort erholt sich unser berühmter Papa in vornehmer Abgeschiedenheit von seiner tumultösen Familie. Schäm dich, Gabi. Nein, nein, ich arbeite dort nur am liebsten. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Vater herzlichst von mir zu grüßen. Sehr gern. Vielen Dank, gnädige Frau. Versprechen Sie mir, dass Sie bald wieder zu uns kommen. Alles verspreche ich gern. Nur nicht, dass ich nicht wiederkomme. Kommen Sie. Und vor allem meine Kaninchen müssen Sie sehen. Stella Söring. Sag mal, glaubst du, dass es in ihrem Sinne war? In Stellas Sinne? Was? Dass wir es bis heute hinausgeschoben haben. Sicher war es in ihrem Sinne. Den einzigen Menschen, die sie geliebt hat, ist nur Gutes daraus entstanden. Ja, aber ich habe mir doch eigentlich ihr Glück angemaßt. Gerade die Freuden des Lebens, die das Schicksal ihr versagt hat. Sag, Liebste, möchtest du einen Tag missen von den 18 Jahren, die hinter uns liegen? Nein, Erich. Fertig. Warum gibt's denn heute Abend so ein Festessen? Musst du alles wissen, du kleine schwarze Katze? Zieh dich lieber an. Ich habe dir dein neues Duchesse-Kleid herausgelegt. Das Duchesse-Kleid? Du, Michael! Was ist denn? Komm noch mal. Ja. Was zieht ihr Knaben denn heute Abend an? Mutter wünscht Smoking. Also Familiengala. Was habt ihr denn? Wisst ihr, was es heute zum Abendessen gibt? Nein. Hühnerfrikassee und hinterher Punschtorte. Im Eisschrank steht Sekt. Ach, Unsinn. Wir haben doch morgen erst Geburtstag. Wenn ich euch sag, hab alles inspiziert. Es ist was im Gange. Vielleicht hat Papa einen Orden bekommen. Schon wieder? Was meinst du, Erich? Sagen wir es vor dem Abendessen oder nachher? Vor dem Essen. Seelische Erregungen sind nüchtern bekömmlicher. Wenn das nur gut geht. Selma hat heute sowas besonders Gutes gekocht. Na, das schmeckt uns dann nachher umso besser. Außerdem leitet hinterher das gemeinsame Abendessen leicht und unaufdringlich in den gewohnten Alltag hinüber. An was du alles denkst? Naja, wenn einer verpflichtet ist, die Situation zu beherrschen, so bin es doch ich. Ganz aufrichtig, Erich, hast du gar kein bisschen Angst? Angst? Wovor? Also ich komme mir vor, als müsste ich vor Gericht erscheinen. Du, und ich wäre ein Schauspieler vor einer ganz großen Premiere. Und wie heißt das Stück, das gespielt wird? Wie sagen wir es unseren Kindern? Kinder, es wird immer toller. Mami zündet Kerzen an wie zu Weihnachten und vorhin sind zwei Telegramme gekommen, die hat Papi ungeöffnet liegen lassen. Na? Da stand gar nichts Besonderes drin. Schick dich.
Ich habe sie ja wieder zugeklebt. Na, sowas macht man nicht. Kinder, ich bin doch so aufgeregt. Kerzen? Warum denn so feierlich? Du, sie sind schon an der Terrasse. Ach, bitte tu mir die Liebe und lauf nicht herum. Du hast ganz recht. Eine Tragödie wird zur Komödie, wenn man sich setzt. Siehst du, jetzt sagst du auch schon Tragödie. Bitte gib mir einen Konjak. Aber das war doch eine ganz allgemeine Bemerkung. Ja, aber es zeigt mir, wie es in dir aussieht. Also, eigentlich sind wir albern, dass wir vor den Kindern beinahe Angst haben. Und dabei haben wir doch wirklich nur Gutes gewollt und getan. Ja, ja, ja. Das alleine genügt nicht. Sondern ob wir es auch klug gemacht haben. Und wenn wir es nur ganz dumm gemacht haben? Dann hätten wir beinahe besser etwas Schlechtes getan. Wie meinst du das? Kluge Menschen, die etwas Schlechtes wollen, sind meistens für die Allgemeinheit weniger gefährlich als dumme Menschen, die etwas Gutes wollen. Steht in einem deiner Bücher. Prost. Also soll ich die Kinder jetzt rufen? Ach, ein paar Minuten noch, Selma. Nein, nein, nein. Rufen Sie die Kinder herein. Jawohl, Herr Eckberg. Gabi, Michael, Knut, bitte reinkommen. Was ist denn hier los? Also, Papa, wir sind auf das Schlimmste gefasst. Solltest du inzwischen Geheimrat oder Professor geworden sein? Bitte setzt euch und spielt erwachsen. Parkett, erste Reihe. Sag mal, Mutter, für wen hast du dich eigentlich so schön gemacht? Für die, die es sehen. Meine lieben... meine lieben Jungen, wenn wir uns am Vorabend eures 21. Geburtstages hier versammeln, so hat das einen ernsten und gewichtigen Grund. Hört, hört. Bitte sei jetzt still. Gabi ist zwar erst 18 Jahre und hat keinen Geburtstag, aber das, was gesagt werden muss, betrifft auch Sie. Also bitte bleib jetzt ruhig sitzen und höre zu, was deine Mutter euch jetzt sagen wird. Ja, also, das ist nämlich so. Tja, Mutter, was ist denn? Wir hören doch alle zu. Als ich ein 17-jähriges Mädchen war, steckte mich mein Vater in ein Pensionat bei Montreux. Es war eine sehr schöne Zeit für mich. Hell und sorgenlos. Eines Tages bekamen wir einen neuen Zeichenlehrer. Es war ein Italiener. Umberto hieß er. Und wir verliebten uns alle bis über die Ohren in ihn. Er hatte glänzende schwarze Augen, braune Haut und die weißesten Zähne, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja, und ich gefiel ihm wohl auch ein bisschen und wir verliebten uns und liebten uns und ich wurde seine Frau. Kann ich wohl noch einen Cognac haben? Bitte. Danke. Umberto hatte ein Motorrad und heimlich fuhren wir des Sonnabends in die Berge. Ich kann euch nicht beschreiben, wie das alles war. Er war für mich das Leben selbst. Stark, mutig und lachend. Niemand ahnte von all dem etwas. Wir waren geschickt und schlau wie die Eidechsen. Ja, Gabi. Und dann kam ein Freitag im August. Umberto war allein zum Rhone-Gletscher gefahren. Und in der Nacht kam ein Anruf.
dass man ihn gefunden hatte. Tot. Er war in einer Kurve abgerutscht und über 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Oh. Wir begruben ihn auf dem kleinen Friedhof droben in den Bergen. Ja, aber Mami, warum erzählst du uns das alles? Im Sommer darauf bekam ich ein kleines Mädchen und ich nannte es Gabriele. Auch Gabriele? Wieso auch? Du bist es doch, Gabriele. Ich? Das ist doch... Aber Papa, da bist du ja gar nicht mein Vater. Ich bin wohl dein Papa, aber nicht dein Vater. Ja, aber... Wie hat er denn ausgesehen, mein Vater? Hier ist sein Bild. Wein doch nicht, Mami, ist doch nicht so schlimm. Er gefällt mir ja auch sehr gut. Und so verlor ich eine Tochter. Papi! Eigentlich bist du ja ein fremder Herr. Arme, arme Mami. Liebe Gabi. Das ist ja eine vorbildliche Familie. Naja, was weiter geschah, können wir uns ja denken. Papa hat die Mutter der kleinen Gabi geheiratet. Aber eines ist mir völlig schleierhaft. Wie kommt es denn, dass Gabi jünger ist als Knut und ich? Ja, natürlich. Sie müsste ja älter sein. War Papi dann auch Lehrer in eurem Pensionat? Ach, du kleines Schäfchen, dann hätte ich die Jungens doch schon mit 15 Jahren zur Welt bringen müssen. Willst du damit sagen, dass du nicht meine Mutter bist? Und meine auch nicht? Erich, bitte hilf mir doch. Meine Lieben, eure Frage ist vollkommen berechtigt. Das, was euch Mutter eben erzählt hat, war nur der erste Teil der Geschichte. Bitte sage uns klipp und klar, bist du unser Vater oder nicht? Beruhige dich, mein Sohn, ich bin es. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir vorhin beim Tee von einer Schauspielerin Stella Söhring gesprochen haben. Ja. Na, Knut. Also bitte, Knut, das gehört sich doch nicht. Also bitte, wir wollen doch alles ist ruhig. Nimm dich doch bitte zusammen. Entschuldigung, aber ich kann mir nicht helfen. Knut, tu mir den Gefallen. Beherrsch dich doch. Stella bedeutete für mein Leben etwa das Gleiche, was Umberto für das Leben von Mutter bedeutete. Auch sie war jung und schön wie er, aber niemals ganz gesund. Die Anforderungen, die ihr Beruf an sie stellte, waren einfach zu groß. Und so gingen wir für ein Jahr in den Süden. Und dort war es auch, wo sie euch, meine Jungen, zur Welt brachte. Ein Geschenk an mich, für das sie das Schönste gab, was die Welt damals für mich hatte. Ihr Leben. Denn euer Geburtstag war ihr Sterbetag. Um also kurz zu wiederholen. Unsere Mutter ist nicht unsere Mutter. Gabis Vater ist nicht ihr Vater, wohl aber der unsrige. Gabis Mutter. Oder vielmehr. Entschuldigt bitte, aber es ist wirklich etwas viel. Ich kann es meinem Bruder. Bruder? Doch, das stimmt. Ich meine, ich kann es Michael nachfühlen. Ich muss mich in den Trümmern dieser Familie auch erst etwas zurechtfinden. Gute Nacht. Erich, was denn nun? Geduld, mein Liebling. Natürlich brauchen Sie etwas Zeit. Komm, Mami. Wir gehen jetzt auf dein Zimmer und besprechen alles in Ruhe. Wir Frauen unter uns. Ich finde das Ganze einfach fürchterlich.
Es ist das Fantastischste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ja, bist du denn überhaupt nicht empört? Nicht ausschließlich. Jedes Ding hat zwei Seiten. Für mich hat es nur die eine Seite und die lehne ich ab. Vergiss nicht, dass wir zum Beispiel eine sehr schöne Jugend hatten. Siehst du, und die Erinnerung daran ist mir nun auch verdorben. Sag, was du willst, ich mach das einfach nicht mit. Wenn du gestattest, Vater, ich habe noch eine Frage an dich. Setz dich, mein Junge. Ich möchte wissen, was eigentlich aus uns wurde nach unserer Geburt. Ihr kamt in ein Kinderheim unten im Süden. Und als ihr 3 Jahre alt wart und Sigrid, meine Frau, dann haben wir euch hierher gebracht. Danke. Sehr nett von euch, dass ihr wenigstens nicht vergessen habt, uns aus dem Kinderheim abzuholen. Ich verstehe nicht, Knut, warum du dich so bockbeinig weigerst einzusehen, dass Sigrid und ich euch etwas Gutes getan haben. Denkt euch einmal eure schöne Jugend ohne das Gefühl Mutter. Ich bin ohne dieses Gefühl groß geworden. Und ich weiß, was es heißt, eine mutterlose Jugend zu haben. Seine guten Taten soll man nicht selber anerkennen, sondern die anderen. Und du erkennst sie also nicht an? Nein, nie. Herr Knut, das Abendessen. Mir ist der Appetit vergangen. Gründlich. Entsetzlich. Dreck. Dreck. Dreck! Und Gabi ist nicht meine Schwester. Herr Eckberg, wie lange soll ich denn noch warten? Ach ja, das Essen. Na, was sagt denn meine Frau? Gar nichts. Na, stellen Sie mir eine Kleinigkeit ins Schlafzimmer. Und eine halbe Flasche Rotwein. Aber vom Allerbesten. Von dem aus der hintersten Ecke. Die ganze Mühe umsonst. Ja, sehen wir. So ist das schon manchmal im Leben. Da denkt man sich etwas ganz Besonderes aus und dann nimmt es einem keiner ab. Solange ich im Haus bin, ist mir sowas noch nicht passiert. Mir auch nicht, Selma. Trösten Sie sich. Gabi. Gabi. Was machst du denn hier? Und wo warst du? Es geht ein Licht an. Entschuldige, gar nichts. Aber so blitzartig, wie hier eine Familie umgebaut wird, arbeitet mein Bauernschädel nicht. Alter Brummbär, gib mir einen Kuss. Lass das. Du, es ist wahnsinnig aufregend. Ich habe Mami getröstet. Sie hat mir jetzt alle Einzelheiten ihrer Geschichte erzählt. Auch das noch. Als sie im Mai mit ihrem Baby nach Haus zu ihren Eltern kam, einfach toll, sag ich dir, was sie durchgemacht hat. Bei Eis und Schnee musste sie das elterliche Haus verlassen, das unmündige Baby im Arm. Und dieses Baby war ich. Bei Eis und Schnee. Im Mai. Sei doch nicht so pedantisch. Auf alle Fälle war es kalt und neblig. Sie hatte nichts als das, was sie auf dem Leib trug. Ein Mondschein ist da draußen zum Verrücktwerden. Bloß nicht. Silberne Paläste stehen über dem See. Eine Wolke vor dem Mond und sie stürzen ein. Ein Windhauch und sie wachsen wieder. Essen Sie doch von meinem Hühnerfrikassee. Wie? Nein, 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 nein. Gehen Sie nur ruhig schlafen, Selma. Entsetzlich. Und dann kam der Tag, wo sie plötzlich in der Zeitung eine Annonce findet. Schriftsteller sucht für einige Wochen gewandte Sekretärin. Für ihren letzten Groschen buchstäblich fährt sie mit der Straßenbahn hin. Das Herz klopft ihr bis zum Hals, als sie vor dem Mann steht, der ihr Schicksal werden sollte. Und was meinst du? Wer war das? Preisfrage. Die Lösung in jedem 3-Groschen-Heft. Du Ekel! Ihr schlaft auch noch nicht? Jetzt kommst du! Das Beste hast du verpasst! Ich erzähle Knut gerade Mamis Geschichte, also pass auf. Bei Eis und Schnee muss man... Hör doch endlich auf mit dem verdammten Kitsch. Er ist nur neidisch, weil ich schon so viel durchgemacht habe. Bitte behalte den Quatsch für dich. Es sind schließlich die Affären deiner Familie. Ah. Eure ist auch nicht ohne. Theater, Schauspielerin, romantische Liebe, Bums, Krach, Flucht nach dem Süden.
fantastisch, dass wir überhaupt nicht mehr miteinander verwandt sind. Ja, habt ihr euch das eigentlich schon klar gemacht? Ja. Das ist allerdings komisch. Gute Nacht. Du, der nimmt das tragisch, ob er sich was antut? Ach, Unsinn. Sich tut er überhaupt nichts, an höchstens anderen. Knut ist der größte Egoist, den ich kenne. Lass man. Jeder Mann ist ein Egoist. Und wird deswegen geliebt? Gabi, was verstehst du von Liebe? Vielleicht lerne ich's noch, du weiser, vollbärtiger Knabe. Knut. Hä? Ich wollte dir rasch noch etwas sagen, wenn du auch nicht mehr mein Bruder bist und ein alter Brummbär. Ich hab dich doch sehr gern. Darf ich den ehemaligen Herrn Bruder bitten, das Gemach seines ehemaligen Fräulein Schwesters zu räumen? Bitte, du Schaf. Sigrid. Ja, mein Junge. Wir müssen noch ein bisschen miteinander reden. Ja. Ich weiß, dass du es am schwersten hast von uns Fünfen. Und ich will dir helfen, alles ganz klar zu sehen. Ich sehe alles ganz klar. Und ich fühle mich sehr unglücklich. Ja, aber warum denn, Michael? Zwischen uns braucht sich doch nichts zu ändern. Ja, fühlst du denn nicht, dass ich alles ändern muss? Schon geändert hat dadurch, dass du nicht mehr meine Mutter bist. Das weißt du doch. Du bist mir viel, viel mehr. Aber Michael, es gibt so viele reizende Frauen auf der Welt. Viel jünger und hübscher als ich. Ich werde niemals eine andere Frau lieben als dich. Man sagt niemals und ewig, weil man keine anderen Worte hat, ein Übermaß an Liebe auszudrücken. Aber mit der wirklichen Zeit hat das gar nichts zu tun. Glaub mir, man kann ganz gut im Leben mehrmals ewig lieben. Nach Scherzen ist mir nicht zumute. Mir auch nicht, Michael, wahrhaftig nicht. Ich möchte nur das bleiben, was ich immer für dich war. Dein bester, zuverlässigster Freund. Nein, Freund, das ist ganz was anderes. Man braucht ihn, man verlässt sich auf ihn und umgekehrt. Man opfert sich vielleicht sogar für ihn. Aber du bist für mich einfach alles. Sozusagen der Quell, von dem alles ausgeht. Der Stern, in dem sich alles wieder sammelt. Gut. Nach einem Stern soll man sich richten. Aber das Ziel muss man sich doch auf der Erde suchen. Sonst bleibt man ja sein Leben lang ein ewig enttäuschter, armer Träumer und Poet. So, und nun geschlafen. Was hat Napoleon noch mal gesagt? 3 Küsse, einen auf den Mund und auf jedes Auge einen. Und wenn du aufwachst morgen früh, dann denke mit klarem Kopf noch einmal darüber nach. Du willst doch ein tüchtiger Musiker werden, der in Tönen nicht nur fühlt, sondern auch denkt und handelt. Der Erfolg hat und die Menschen bezaubert. Auch die Frauen. Thank you.
Bist du verrückt geworden? Psst. Kein Mensch im Haus schläft los, du alter faule Pilz. Na, was willst du denn? Weißt du, was eben passiert ist? Ha? Mami war bei Michael. Na, und was ist denn dabei? Na, hör mal, wo sie doch nicht mehr seine Mutter ist. Ach, Quatsch. Er wollte ihr nach. Sigrid, hat er gesäuft. Wie im Kino. Du, jetzt steht er auf dem Balkon und schaut den Mond. Mach, dass du wieder rüberkommst. Kann ich doch nicht. Was soll er denn von mir denken? Na, wieso? Wenn ich nachts aus deinem Zimmer komme, wo du gar nicht mehr mein Bruder bist. Raus! Au! Psst! Er geht noch immer nicht schlafen. Aber du scherst dich jetzt sofort ins Bett. Früher warst du mein großer Bruder. Jetzt hast du mir gar nichts mehr zu sagen. Bäh. Willst du einen Cognac? Danke, nein. Was treibst du denn hier? Ich versuche, mein Innenleben zu ordnen. Na, viel Spaß. Ist das unsere Mutter? Wie findest du sie denn? Sehr schön. Aber fremd. Na, du scheinst dich ja schon so ziemlich abgefunden zu haben mit diesem Hanebüchen und Durcheinander. Im Gegenteil. Knut, du wirst dich wundern. In mir hat sich eine grundlegende Wandlung vollzogen. Du, Knut, ich bin entschlossen zu handeln. Ach, nee, auf einmal. Und was hast du vor? Entschuldige, wenn ich dich nicht in mein Vertrauen ziehe. Aber die Sache muss ich mit Papa allein besprechen. Natürlich. Du bist ja auch so ein Ausnahmemensch. Die Herren Künstler unter sich. Unser einer ist ja viel zu primitiv. Nur die Ochsen wissen, dass man einen Karren zu zweit leichter aus dem Dreck zieht. Also, wir werden nicht ausfallen. Ich habe sie überhaupt keine Veranlassung dazu gegeben. Bitte, bitte, bitte. Ich will dich auch gar nicht länger stören bei der Ordnung deines Innenlebens, du Seelenakrobat. Ihr habt vollständig recht. Anstatt zu handeln, führe ich Selbstgespräche. Hallo, Freund? Telegrammaufnahme. Ich verstehe deinen seelischen Aufruhr vollkommen, aber deshalb brauchst du ja das Frikassee nicht allein aufzuessen. Ist ja lauwarm. Du glaubst, ich fange mitten in der Nacht noch an zu kochen? Warte, ich mache es gleich. Lass das stehen! Au! Die arme Frau, die dich mal heiratet. Ich brauch mich ja keine zu heiraten. Wird dich auch keine heiraten. Ja, dann eben nicht. Selmas Küche ist das weitaus Positivste in diesem Haus. Du, das ist sehr ungerecht. Will dir mal was sagen. Mamis eingemachte Früchte sind auch nicht zu verachten. Sag mal, Knut. Kränkt es dich eigentlich sehr, dass ich nicht deine Schwester bin? Sei nicht albern, es. Aprikosen ohne Kern, koste mal. Nein. Koste doch mal. Nein. Bitte. Wenn ich mal heiraten sollte, das Rezept muss mir Mami geben. Wer dich heiratet, ist gestraft genug, denn wird auch das beste Essen nicht trösten können. Du, da kommt noch ein halb verhungerter. Oh. Du
Was habt ihr denn da? Fritage und Kompott. Fantastisch. Fertig mit deinem Innenleben? Also, ich frage mich vergebens, welche von den beiden Frauen er mehr geliebt hat. Stella oder Siri? Das ist doch vollkommen gleichgültig. Es war auf alle Fälle charakterlos und geschmacklos, eine andere Frau zu heiraten, wenn er unsere Mutter wirklich liebte. Bei meiner reizenden Mama kann ich das durchaus verstehen. Und vielleicht liebte er Stella sogar weiter, trotz Siri. Auch möglich. Gefühle sind ja etwas sehr Kompliziertes. Mal Quatsch, es gibt keine komplizierten Gefühle. Entweder sind Gefühle einfach oder sind überhaupt keine. Mitternacht! Jungs, ihr habt Geburtstag! Muss der Sekt? Ich finde, wir haben nicht den geringsten Grund zum Feiern. Oh, ich schon. Es ist das erste Mal, dass ich mit zwei netten jungen Leuten meiner Bekanntschaft nachts beim Sekt zusammensitze. Fehlt nur noch ein bisschen Musik zum Tanzen. Na Blödsinn. Wenn ich das Bedürfnis hat, manchmal etwas absolut Blödsinniges zu tun, ist absolut blödsinnig. Auch eine Weisheit. Steht in Papas allerersten Buch. Da passt es auch hin. Na? Na? Michael? Knut, dein Glas. Auf euer Wohl, Jungs. Auf dass ihr als Männer so nett bleibt, wie ihr als meine Brüder wart. Prost! Prost, Prost. Es klingt ja wie ein Abschied. Nee, das kann ich nicht hören. Michael, du hast ja einen süßen Schwips. Komm, sei nicht traurig, wir bleiben hier bei dir. Ja. Eigentlich solltet ihr jetzt auf mein Wohl anstoßen. Denn eigentlich bin ich ja die Hauptperson. Ohne mich hätte Mami sich keine Stellung gesucht, also euren Papa nicht kennengelernt. Und ihr hättet jetzt, was weiß ich, für einen Drachen als Stiefmutter. Das ist wahr. Sigrid. Prost, Gabi. Noch ein Glas. Nein, hier ist Schluss. Ich muss mich rüsten, einen schweren Gang zu tun. Ist dir schlecht? Muss zu Papa. Ich auch. Also bitte, ich hab's zuerst gesagt. Aber er schläft doch wahrscheinlich schon. In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Angelegenheit ist das vollkommen gleichgültig. Ich wollte ihn schon sprechen, als ich runterkam. Also bitte. Da ist zwischen uns beiden kein Vorhang des Alters, gibt Fleisch vor der Knobel. Gut. Schere, Stein, Papier. Bitte. Eins, zwei, drei. Papi? Ja? Schläfst du schon? Anscheinend nicht. Ich habe vergessen, dir gute Nacht zu sagen. Das kann man ja nachholen. Oder möchtest du, dass unsere Sitten und Gebräuche sich nun auf einmal alle ändern? Im Gegenteil. Und da möchte ich dir noch etwas sagen. Na, was denn? Bitte, ärgere dich nicht, wenn deine Jungs so flapsig sind. Besonders Knut. Weißt du, er ist eben mit Leib und Seele Landwirt. Das soll nicht etwa heißen, dass er schwerer begreift als wir, aber... Es ist doch selbstverständlich, dass bei ihm erstmal alles wie Kraut und Rüben durcheinander geht, nicht? Eins, zwei, drei. Gewonnen. Also, aber mach's kurz. So. Du warst auch bei Papa? Wenn du nichts dagegen hast. Herein! Entschuldige bitte, dass ich dich jetzt noch störe, aber es ist leider unvermeidlich, da ich morgen in aller Frühe das Haus verlasse. So. Und was hast du vor, wenn ich fragen darf? Ich leite alles Erforderliche ein, um mich selbstständig zu machen. Ja, denn dass ich in diesem Hause nichts mehr zu suchen habe, das nur auf zusammengelogenen und zusammengedichteten Fundamenten steht, das versteht sich doch wohl von selbst. Natürlich. Aber immerhin freut es mich, dass du dich in unserem unmoralischen Haus und bei unseren durch und durch zerrütteten Familienverhältnissen zu einem so geraden und aufrechten Charakter entwickelt hast. Wieso? Na, denk mal ein bisschen darüber nach. Natürlich nur, sofern dir deine Zukunftspläne Zeit dafür lassen. Gute Nacht, mein Junge. Gute Nacht. Es gibt überhaupt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verzichte, dann bin ich ein waschlappiger Träumer und
Poet. Oder ich verzichte nicht, dann bin ich ein Mann. Folglich bin ich ein Mann. Herein! Herr Pfarrer, eine sehr ernste und folgenschwere Angelegenheit führt mich zu dieser späten Stunde hierher. Ja, ja. Komm, setz dich, mein Sohn. Nein, nein, bitte. Dazu ist die Sache so offiziell. So, 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 so. Na, also, wo drückt dich denn der Schuh? Also, es tut mir aufrichtig leid. Weil du doch mir gegenüber in jeder Weise alles, was recht ist, immer tadellos. Danke. Durch deine heutigen Eröffnungen hast du mich in einem furchtbaren Konflikt gestürzt. Ach. Und es gibt überhaupt gar keinen anderen Ausweg. Also kurz und gut, ich bitte dich, Sigrid freizugeben, ich möchte meine Mutter heiraten. Ja, und womit begründest du diesen für mich, wie du sicher verstehen wirst, etwas überraschenden Entschluss? Das ist ganz einfach. Ich liebe sie. So, und du denkst, dass ich sie nicht liebe? Doch. Aber ich liebe sie mehr. Bestimmt. Ganz bestimmt. Ich liebe sie nämlich ewig. Und das heißt so viel wie über alles Maß. Da kann also gar niemand mit. Und sie liebt mich auch. Das hat sie mir selbst gesagt. So. Und die ist es also ernst damit? Sehr ernst. Und nachdem ich einmal diesen Entschluss gefasst habe, musste ich dir das doch sofort sagen. Denn sonst käme ich mir dir gegenüber wie ein Schuft und Betrüger vor. Das ist sehr schön und männlich von dir gedacht, Michael. Danke. Aber findest du nicht, dass die Sache ein bisschen zu ernst ist, um so spät in der Nacht zwischen Tür und Angel verhandelt zu werden? Ja, das sehe ich ein. Da hast du recht, Papa. Michael, ich mache dir einen Vorschlag. Mutter und ich ziehen morgen früh für ein paar Tage rüber in die Solitude. Ja, aber Papa... Doch, 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 doch. Weißt du, Michael... Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass durch diese Eröffnungen heute Abend für uns fünf eine vollkommen neue Situation entstanden ist, mit der wir versuchen müssen, fertig zu werden. Und da ist es bestimmt gut, wenn ihr ein paar Tage ungestört allein seid und unbeeinflusst eine Stellungnahme findet, in welcher Form unser Leben weitergehen soll. Zum Glück ist ja nur ein kurzer Weg von uns zu euch. Ja, mein Junge. Und wenn man einmal entschlossen ist, einen Weg zu gehen, ist es dann überhaupt wichtig, ob er kurz oder lang ist? Papa, du hast recht. Alles wird so gemacht, wie du es wünschst. Und nicht wahr? Du nimmst es mir nicht übel. Aber es muss eben sein. Und zwischen Ehrenmännern lächerlich das zu betonen. Aber du verstehst mich schon. Meine Hochachtung für dich. Nicht nur als mein Vater. Ich meine überhaupt. Also mein Freund. Einfach prima. Schon gut, mein Sohn. Ich danke dir für dein männliches Wort. Gute Nacht, mein lieber Erich. Du. Erich, erwartest du noch viel Besuch heute Nacht? Nein, nur noch einen. Geburtstagsständchen für deine Söhne. Ja, ich höre. Rein? Guten Morgen.
Morgen. Guten Morgen, Fred. Guten Morgen. Bitte bringen Sie doch das Frühstück für uns in die Solitude. Mein Mann und ich ziehen für die nächsten Tage ganz hinüber. Was? Oder ist es Ihnen nicht recht? Mir ist alles recht, Herr Eckberg. Entsetzlich. Du, Erich. Sag, ist es nicht ein bisschen herzlos, die Kinder sich so ganz selbst zu überlassen? Im Gegenteil. Je mehr wir ihnen erstmal auf den Wege gehen, desto schneller finden sie sich zurecht. Ich möchte viel lieber hinlaufen und sie in die Arme nehmen. Ja, ja, ich verstehe natürlich vollkommen dieses spontane Bedürfnis deines mütterlichen Herzens. Aber bitte verlass dich ganz auf mich und meine Erfahrung. Erfahrung kann ich nicht gut sagen, weil mir sowas zum ersten Mal im Leben passiert. So, nehmt euch Kaffee. Kuglupf könnt ihr essen, so viel ihr wollt. Der bleibt heute doch bloß übrig. Weißt du, mein Herz, ich habe mich so viel mit der Mentalität der jungen Menschen von heute beschäftigt. Wo sind sie denn? Wer? Meine grünen Manschettenknöpfe. Was wollte ich denn sagen? Ach ja, richtig. Also auf diesem Gebiete, da gibt es einfach für mich keine Überraschungen mehr. Na also, da sind sie. Vergiss nicht, dass du diesmal keinen Roman schreibst. Es handelt sich um die nackte Wirklichkeit. Was willst du damit sagen, dass meine Romane wirklichkeitsfremd sind? Ach, das würde ich mir doch nie erlauben. Übrigens, weißt du, bei einem guten Grundeinfall, da geben sich die harmonischen Lösungen ganz von selbst. Das ist im Leben genauso wie in der Kunst. Hilf mir doch da ein bisschen. Ja, der Verlauf dieser Nacht war aber gar nicht in deinem Programm. Wieso? Also bitte, was ist denn eigentlich passiert? Die Charaktere unserer Kinder haben sich in erfreulicher Selbstständigkeit entfaltet. Und weiter wird auch nichts geschehen. Die schöne Idee unserer Familie wird sich ganz von selbst durchsetzen. Glaube mir. Armer Papi. Bei Ordnung muss sein. Du sollst auch nicht zu kurz kommen. Kommst dafür an mein Bett. Morgen, Knut. Hast du schon das Neueste gehört? Schon wieder was Neues? Ja. Papa und Sigrid ziehen rüber in die Solitude. Nein. Woher weißt du das? Michael hat es mir heute Nacht erzählt. Da bitte. Sieh dir das an. Das ist typisch. Zuerst brocken sie uns das alles ein und dann lassen sie uns hier sitzen. Du, offen gestanden, ich finde das gar nicht so schlimm. Oh, na, hör mal. Aber das ist doch etwas, was man sonst höchstens im Kino erlebt. Krach bei Eckbergs. Große Familientragödie mit allen Schikanen. Weißt du, ich wundere mich eigentlich über mich selbst. Ich bin wie erlöst und eigentlich sehr glücklich. Du, mir geht es genauso. Was brauchen wir die ganze Welt, wenn wir nur uns haben? Oh, mein Erich, komm, trink noch ein bisschen Tee. Danke, mein lieber kleiner Freund. Mein lieber kleiner Freund, das hast du damals in Montreux zu mir gesagt, als wir zum ersten Mal zum Schloss Chillon gingen. Ja. Du hattest ein schottisch kariertes Kleid an und unter dem Arm diese rührende Wachstumaktenmappe, mit der du immer zum Stenogramm zu mir kamst. Und du hattest mir gerade das erste Gehalt ausgezahlt. Du zahltest damals für die Schreibmaschinenseite einen Franken. War einen Franken? Da muss ich aber schon sehr verliebt gewesen sein. Denn sonst habe ich immer 40 Rappen bezahlt. Warst auch sehr verliebt. Mehr noch, als ich sagen kann. Mehr noch, als ich sagen kann. Als ich fragen kann, frag ich mich, ob du mir dein Herz auch gibst. Ich frag und frag, ach sag, oh sag, ob du mich liebst. Denn mehr als alles auf der Welt bist du mir. Du hast mir bis heute gefehlt, schwör ich dir. Immer wieder denk daran und glaub an mich. Mehr noch als ich sagen kann, lieb ich dich. Worte gib viel, voll von Gefühl, wie oft dein Liebender spricht. Worte voll Glück, voll von Musik, doch mir genügen sie nicht. Mm-hmm.
Weißt du, woran ich jetzt denken muss? Hm? An den Abend, als wir ganz weit auf den See hinausgerudert sind. Und der tolle Sternenhimmel war. Und aus dem Restaurant vom anderen Ufer her klang unsere Melodie herüber. Mehr als alles auf der Welt bist du mir. Du hast mir bis heute gefehlt, schwör ich dir. Immer wieder denk daran und glaub an mich. Mehr noch als ich sagen kann. Du, da kommt Knut. Der will bestimmt zu dir. Ich verschwinde. Feigling. Wie hast du gestern so feierlich erklärt? Wenn einer verpflichtet ist, die Situation zu beherrschen, bin ich es. Ja, ja, ja. Nun bitte, beherrsche. Papa, ich würde dich gerne noch einmal sprechen, bevor ich fahre. Bitte, mein Junge. Setz dich. Dankeschön. Ich glaube, es ist unter uns Männern am richtigsten, wenn man offen über alles spricht. Unbedingt. Ein Hörnchen? Danke. Ich bitte dich, mir klar zu sagen, was du mir eigentlich vorwirfst. Das fragst du mich noch, was ich dir vorwerfe, dass du mir meine Mutter unterschlagen hast. Ich bin 21 Jahre alt geworden und habe noch nicht mal ein Bild von ihr gesehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, totgeschwiegen habt ihr sie und Sigrid hat dir noch dabei geholfen. Sieh mal, es ging doch nur das eine oder das andere. Ja, die Lüge oder die Wahrheit. In einer behutsamen Lüge kann manchmal viel mehr Liebe und Verehrung liegen als in einer hausbackenen Wahrheit. Naja, du bist eben ein Dichter und die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Es freut mich, dass du auch einmal recht hast. Denn zweifellos ist Dichten eine erlesene und höhere Form des Lügens. Und so habe ich eine Familie zusammen gelogen oder zusammen gedichtet. Auf alle Fälle ist Lügen können eher ein Beweis für Geist als für Dummheit. Und es ist nur für die Leute ein Verdienst, die Wahrheit zu sagen, denen es keine geistige Anstrengung bedeuten würde, gegebenenfalls auch gut zu lügen. Papa, ich glaube, es ist besser, ich gehe. Wir sind zu verschieden. Glaubst du das wirklich? Gnädige Frau, sind so vergnügt. Das hätte ich nie gedacht nach heute Nacht. Ja, aber warum denn nicht? Endlich bin ich mit meinem Mann allein und habe ihn ganz für mich. Wo sind denn die Kissenbezüge? Hier. Hier, bitte. Dankeschön. Stellen Sie sich doch vor, was das heißt, mal nichts von der Welt zu wissen. Keine Zeitung, kein Radio, keine Sorgen, kein Alltag. Und Selmachen, kein schlecht erzogener Knut, keine launenhafte Gabi. Gnädige Frau, sehen aus wie ein richtig glücklicher Mensch. Ach, Selma, irgendwo ist wohl jeder Mensch unglücklich. Aber auf möglichst glückliche Art unglücklich zu sein. Darauf kommt es an. Papi. Ja, Gabilein. Fein, dass du mich besuchst. Na, wie hast du denn geschlafen? Nicht gut. Ich musste so furchtbar viel nachdenken. Ja, worüber denn? Papi, darf ich dich etwas fragen? Ja, aber gern, mein Kind. Was betrifft das denn? Etwas Seriöses. Oh, und was ist etwas Seriöses? Was einem Schmerzen macht. Und was macht einem Schmerzen? Liebe. So. Es handelt sich also um Liebe. Um die Liebe der kleinen Gabi. Natürlich alles rein theoretisch. Na, das will ich hoffen. Woran spürt man eigentlich, ob man jemanden liebt? Wenn man bereit ist, die Fehler eines Menschen als Vorzüge zu empfinden, dann liebt man ihn. Und wenn derjenige nun gar keine Fehler hat? Das gibt es doch wohl nicht. Doch, doch, das gibt's. Oder man liebt ihn so sehr, dass man seine Fehler gar nicht mehr sieht. Möglich. Der einzige Fehler ist, dass dieser Mensch gar nicht merkt, dass man ihn liebt. Hm. Vielleicht will er es nur nicht zeigen. Aber dann braucht er sich doch nicht so scheußlich gegen mich zu benehmen. Ja, tut er denn das? Ja, ausgesprochen scheußlich. Ja, wen meinst du denn? Hm. Weißt du es wirklich nicht? Naja, ich kann es mir vielleicht denken. Aber nicht vielleicht doch ein bisschen zu alt für dich ist? Ach, die paar Jahre. Na, paar Jahre. Meinst du, dass ich es ihm sagen sollte?
Noch feiner wäre es, es ihm zu zeigen. Meinst du, dass es ihn freuen würde? Ach, Gabelein, sowas freut er dann immer. Ach, wie schön, dass man dir alles anvertrauen kann, mein lieber, süßer, immer gut rasierter Papa. Also, bitte, Kindchen, Kindchen, ja? Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, wie mein zukünftiger Mann aussehen wird? Ans Aussehen habe ich nicht gedacht, aber an den Kern. Aber mein hochseriöser Papa, man verliebt sich doch nicht in den Kern, sondern in das Aussehen. Sehr richtig, mein lebensjugendvoller Tochter. Man verliebt sich in das Aussehen, aber man liebt den Kern. Papi, du bist zu süß, wenn du auf dem historischen Irrtum bestehst, ich sei deine Tochter. Wie möchtest du mich denn nun lieber haben? Als Tochter oder einfach nur als alleinstehende junge Dame? Für mich ist es besser, wenn du meine Tochter bist. Ehrlich gesagt, ich finde es sehr schön, dass du nicht mein Vater bist. So? Warum denn? Es hat so was Sensationelles. Ach du Kindskopf, du. Gehst du jetzt angeln? Ja. Nimmst du mich mit? Na schön, aber verscheuch mir die Fische nicht. Ich sag schnell Mutti, wo wir sind, und du lauf rüber zu Selma. Sie soll uns was Kaltes in eine Thermosflasche tun. Ich möchte wissen, wann man endlich mal vernünftig wird. Selma! Selma! Knut! Knut! Gnädige Fräulein. Ups. Ich wollte mir nur erlauben, beim zum heutigen Jubeltag Ihrer Familie zu gratulieren, das ist alles. Zwei gleicher weißer Hortensien für die Zwillingsgeburtstagkinder. Die eine Gloxinie für Ihre Frau Mutter und die andere, der Vollständigkeit halber, für Ihren Herrn Vater, wo ist es nun? Ja. Und dieses Altenfeilschuh für Sie, mein sehr verehrtes, gnädiges Fräulein, als Symbol, die wundervolle Harmonie Ihrer Familie. Wie sinnig. Vielen herzlichen Dank, Mr. Möhre. Ich werde es ausrichten. Hoffentlich machen Sie uns bald wieder einmal das Vergnügen. Selma! Was ist um Himmels Willen mit Knut? Ich weiß nicht. Vor 5 Minuten ist er aus dem Haus gerannt, auf sein Motorrad und weg. Ich glaube nach Salzburg. Oh Gott, Selma. Rufen Sie gleich Mami an und erzählen Sie ihr alles. Ja. Und für Papi die Thermosflasche. Ja. Mr. Milroy, bitte warten Sie einen Augenblick. Hätten Sie Lust, mit mir in die Stadt zu fahren? In die Stadt? Hä? Ja, gerne. Das heißt selbstverständlich. Na, dann los. Oh. Wir wollen mal sehen, was Ihre Mühle hergibt. Ja, es ist furchtbar. Das Beste ist, nur die Frau kommen herüber. Selma, sind Sie allein? Ja, du meine Güte, wie sehen Sie denn aus? Ja, es ist furchtbar. Selma, sagen Sie, was ist bloß heute Nacht passiert? Das müssen Sie mich nicht fragen, Herr Michael, das übersteigt meine Kompetenz. Selma, war es denn so schlimm? So, jetzt frühstücken Sie erst einmal tüchtig, aber vorher habe ich noch etwas auf dem Herzen. Ja? Meine allerbesten Glückwünsche zum Geburtstag, den wollen wir doch nicht ganz vergessen, nicht? Ich danke Ihnen schön. Ich wünsche Ihnen alles, was Sie sich selber wünschen, vor allem, dass Sie Ihr Konzert morgen besonders schön spielen. Das Konzert? Du großer Gott, habe ich das geträumt oder? Sagen Sie, Selma, wissen Sie, ob ich heute Nacht ein Telegramm aufgegeben habe? Ich weiß es nicht, aber möglich ist hier ja alles. Ich werde gleich einmal nachfragen. Ja, bitte, tun Sie das. Ja, K.
Können Sie mir wohl sagen, Fräulein, ob heute Nacht von unserem Anschluss aus ein Telegramm aufgegeben worden ist? Ja, danke schön. Das Fräulein sagt, es ist heute Nacht kurz vor 12 Uhr ein Telegramm aufgegeben worden. Gut. Aus. Erledigt. Was? Selma, ich habe mein Konzert abgesagt. Nein, sowas. Haben Sie nicht einen Strick, damit ich mich aufhängen kann? Sie ist vernünftiger als wir. Sie tut wenigstens etwas. Ja, frag sich nur, ob vernünftig ist, was sie tut. Siehst du, jetzt bekommst du es auch mit der Angst. Aber nein, ich bitte dich, ich werde nur nicht nervös. Ach, warum hat sie denn wenigstens Selma nicht gesagt, wo sie hin will, wann sie zurückkommt? Aber glaube doch ja nicht, dass das etwas zu bedeuten hat. Na, ich danke schön. Ein Kind nach dem anderen läuft uns weg. Selma, wo ist denn Michael? Ja, er hat eben in der Halle gefrühstückt. Ich sehe ihn aber nicht. Dann wird er wieder oben sein. Na, also. Soll ich das gleich ins Boot bringen? Ja, bitte. Was? Du bringst es wirklich übers Herz, jetzt angeln zu gehen? Ja, ich wüsste beim besten Willen nichts Gescheiteres zu tun. Zum Arbeiten fehlt mir die Konzentration. So, und an mich denkst du wohl überhaupt nicht. Willst du vielleicht mitkommen? Ja, aber du fängst ja nie etwas. Ich habe wirklich andere Sorgen. Dann gebe ich dir einen guten Rat, leg dich nochmals ins Bett und schlafe ein Stündchen. Du glaubst, mit dieser Angst im Herzen könnte ich auch nur ein Auge zutun? Nein, es genügt nicht. Du musst beide zumachen. Selma, was glauben Sie denn, wie das ausgehen wird? Schrecklich, wenn der Herr Michael schon das Konzert absagt. Wer hat was abgesagt? Der Herr Michael sein Konzert. Das weiß die gnädige Frau noch gar nicht. Nein, das ist ja entsetzlich. Das hat er auch gesagt. Einen Strick wollte er, um sich aufzuhängen. Michael! Michael! Michael, du lieber guter Junge, bitte mach doch keine Dummheiten. Antworte doch. Sag doch ein Wort, Michael. Ja. Ich kann mir ja so gut vorstellen, wie es in dir aussieht. Aber ich flehe dich an. Sei ein Mann. Beiß die Zähne zusammen. Schluck's herunter. Wenn's auch noch so bitter ist. Sei tapfer und stark. Mir zuliebe, Michael. Ja, ja. Willst du nicht aufmachen und mich zu dir lassen? Nein. Aber du musst mir versprechen, vernünftig zu sein. Ich verspreche es dir. Kann ich sonst gar nichts für dich tun? Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann geh jetzt bitte. Ich komme schon nach. Gut, Michael, ich gehe jetzt. Du weißt, ich verlasse mich fest auf dein Wort. Wenn das Wetter nicht so saumäßig wäre und Sie nicht durch Ihre Familienfeier in Anspruch genommen wären. Ja, ja, ein Unglück kommt selten allein. Ich meine, es trifft immer alles zusammen. Dann würde ich Sie nämlich bitten, den ganzen Tag über mich zu verfügen.
Ich müsste dann nur von irgendwo mit meinen Eltern telefonieren. Sagen Sie bitte, wissen Sie bei Eckbergs Bescheid? Ja, so ziemlich. Da muss ja etwas Furchtbares passiert sein. Wieso? Ich habe heute Nacht ein Telegramm bekommen. Ach, bitte zeigen Sie doch mal her. Bitte? Barbara Klebing, sind Sie das? Mhm, ja. Familienkatastrophe, kann ich spielen, verständiger Direktor, über alle Maßen trostlos, Michael. Schnell, ich bin ihm ausgerissen. Verfindet. James Milroy, er telefoniert. Winzkauer. Verarbeiten das Futter von feuchten Wiesen besonders gut. Ich finde unsere Kühe zu Hause mindestens genauso schön. Doch, ich will nichts mehr wissen von zu Hause. Du Knut? Hm? Wenn du gar nicht wegkommst über den Bruch in unserer Familie, ich wüsste einen Ausweg. Welchen? Ich könnte zum Beispiel Michael heiraten, wenn wir alle wieder miteinander verwandt. Michael? Anderen Bruder hast du ja nicht. Du bist doch überhaupt nicht musikalisch. Da willst du dir das etwa anhören, das Cello-Gedudel den ganzen Tag? Schön ist ja was anderes, aber einer muss sich eben opfern. Idiotischer Gedanke. Eigentlich habe ich auch mehr Interesse für Landwirtschaft. Es war sehr nett von Ihnen, mich hierher zu rudern. Darf ich mir erlauben für ein Glas Bier? Vielen Dank, aber ich bin Antialkoholiker. Oh, das tut mir leid. So was sollte Ihnen aber nicht leid tun, Fräulein Klebing. Kommen Sie, ich bringe Sie schnell zu Eckbergs. Ich bin dort so gut wie zu Hause. Nicht wahr? Sie behalten es für sich, was ich Ihnen erzählt habe. Ich möchte nicht, dass es an die falsche Adresse kommt. Keine Angst, kleines Fräulein. Ich bin für alle Familienkatastrophen bei Eckbergs zuständig. Gestatten Sie Erich Eckberg. Michaels Vater? Oh. Gott, wie peinlich. Geben Sie doch. Dankeschön. Ach, Sigrid, darf ich dich mit einer Mitschülerin von Michael bekannt machen? Fräulein Barbara Klebing, meine Frau. Ja, um Himmels Willen sind Sie. Nein, ich habe Sie nicht aus dem See gefischt. Aber inwendig etwas Warmes und außen herum etwas Trockenes wird Fräulein Barbara sicher gut tun. Danke, danke, wirklich. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Darf ich mich gleich wieder verabschieden? Ja, aber warum? Ich sehe, es ist gar nichts passiert und ich mache Ihnen doch nur alles nass. Aber so können Sie doch nicht bleiben. Sie holen sich ja den Tod. Kommen Sie schnell nach oben. Lass den kochen, Erich. Ja, ja. Selma! Selma! Alter Brummbär. Meinst du, dass du dich an mich gewöhnen könntest? Ich brauche mich ja nicht an dich zu gewöhnen. Ich kenne dich ja. Eigentlich bist du fein raus. Bin ich auch. Bin ich noch immer deine Schwester? Ich merke gerade, dass es höchst erfreulich ist, dass du nicht mehr meine Schwester bist. Früher, da warst du für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und was bin ich jetzt? Was Ganzes. Was ganz Großes. Na, ausgeschlafen? So ziemlich. Einen Cognac? Nein, danke. Ich wollte dich nur bitten, wenn es möglich ist, zu vergessen. Das von heute Nacht. Ich glaube, ich habe mich ganz unverantwortlich benommen. Schon gut, mein Junge. Hast du Mutter was gesagt? Natürlich nicht.
Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du es für dich behalten würdest. Ja, aber das ist doch selbstverständlich. Es bleibt unter uns Männern. Anständig von dir, Papa. Es wird doch nicht wieder vorkommen. Nur das hoffe ich. So, Geburtstagskind. Und nun lass dir von deinem greisen Vater alles Gute wünschen. Danke, Papa. Weißt du, wenn ich heute Nacht gesagt habe, ich liebte Sigrid mehr als du, dann war ich sicher ein bisschen beschwipst. Sicher, mein Junge. Glaube mir, man kann Liebe nicht messen und vergleichen. Sie ist das Unmessbarste, was es auf diesem seltsamen Stern Erde gibt. Ich weiß sehr wohl, dass du Sigrid liebst. Und niemand wäre unglücklicher darüber als ich, wenn du meine Frau nicht liebtest. Na, heute mit klarem Kopf wirst du sicher ganz anders über diese Dinge denken und genau wissen, dass niemand zerstören kann, was in 18 Jahren zusammengewachsen ist. So wie zwei Bäume, die ganz eng nebeneinander stehen. Und niemand weiß mehr zu sagen, von welchem Baum dieser Ast und von welchem Stamm jene Blüte. So, und jetzt geh in den Garten in die frische Luft, das wird dir gut tun. Ich glaube, Mutter ist auch draußen. Na, habe ich nicht recht gehabt, heute angeln zu gehen? Ich wusste ja, dass ich einen guten Fang nach Hause bringen werde. Kommen Sie, Fräulein Klebing. Mutter und Sohn haben sich etwas anzuvertrauen. Sie ist ein sehr liebes Geschöpf. Warum hast du mir nie von ihr erzählt? Hm? Immer noch traurig und verwirrt? Ja. Aber Michael, denk doch an unser Gespräch von gestern Abend. Ja, gerade deshalb. Sigrid, ich komme hoffnungslos dumm und töricht vor. Aber warum denn, Michael? Kein echtes Gefühl ist töricht. Man braucht sich seiner nie zu schämen. Auch das Herz wächst und wird eines Tages mündig. Mhm. Michael, wie ist das mit morgen? Du spielst doch dein Konzert in der Hochschule. Aber natürlich, ich rufe sofort das Konservatorium an. Mensch, was ist los mit Barbara? Also Leute, ich war eben bei ihrer Wirtin. Barbara ist verreist. Verreist? Bei dir piept's wohl. Aber hör doch zu, heute Nacht ist ein Telegramm von Michael gekommen. Bei ihm zu Hause muss irgendetwas Furchtbares passiert sein, ein Trauerfall oder so etwas. Hm. Und unsere Barbara ist Hals über Kopf hingefahren. Wenn Barbara nicht spielt, dann ist das Quintett geschmissen. Na und ohne Michael Solo können wir überhaupt das ganze Konzert absagen. Nur weinen wir nicht gleich. Ja, also Michael muss spielen und wenn wir ihn mit Ketten aufs Podium schleppen müssen. Nicht sehr pietätvoll. Ja. Ist denn auch todsicher jemand tot? Ja, das wusste die Wirtin auch nicht. Da wollen wir nicht einfach hinfahren und nachsehen, was los ist? Ja, wenn es... Geduld. Wir können warten. Der Stärkere kann immer warten. Du, bin ich müde. Ich dachte, du wärst so glücklich. Bin ich auch. Bin müde vor lauter Glück. Glück ist eine verdammt anstrengende Angelegenheit. Aber eine sehr angenehme Form von Anstrengung. Da hast du recht. Ach, es ist mir unbegreiflich, wo Knut und Gabi stecken. Mami ihnen das Kleid gepumpt hat. Darauf können Sie sich was einbilden. Na, seid ihr jetzt endlich fertig? Jawohl. Dann los.
Also ich finde, Sie hätten wenigstens telefonieren können, wenn Sie über Abend ausbleiben wollen. Deine Weisheit, immer gewähren lassen, ja nichts erzwingen wollen. Papa, Mama, würdet ihr bitte ins Arbeitszimmer kommen? Ins Arbeitszimmer? Was ist denn los? Keine Ahnung. Bitte? Knut, Gabi, da seid ihr ja. Bitte Platz zu nehmen. Meine lieben Eltern, wenn wir uns am Abend unseres 21. Geburtstages hier versammeln, so hat das einen sehr ernsten und gewichtigen Grund. Hört, hört. Fräulein Barbara gehört zwar nicht, noch nicht zur Familie, aber was gesagt werden muss, das dürfte auch für Sie. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Bitte hört euch also mit Fassung an, was mein Bruder Knut euch zu sagen hat. Knut? Ja, und ich werde mich wesentlich kürzer fassen als du gestern. Ich habe mich vielleicht nicht ganz richtig benommen. Entschuldigt das bitte. Jedenfalls fühle ich mich verpflichtet, auch meinen Teil zur Neuordnung unseres Familienlebens beizutragen. Kurz und gut, ich habe mich verlobt. Ja, aber Knut, mit wem denn? Papa hat schon gemerkt. Kinder, ich flehe euch an, sprecht nicht in Rätseln. Mit mir, Mami, mit mir. Kapier's doch endlich. Mit Gabi? Ja, wir haben uns verlobt. Erich, geht denn das? Ja, aber natürlich, es sind doch keine Geschwister. Sag einmal, mein lieber Knut, und du bist überzeugt davon, dass ich meine Einwilligung zu dieser Verlobung geben werde, was? Ja, du kennst ja meine Braut gut genug. Und da sie dir 18 Jahre als Adoptivtochter gefallen hat, sehe ich nicht ein, warum sie dir nicht auch als Schwiegertochter gefallen sollte. Kommt. Papi, jetzt bin ich endlich mit dir verwandt. Wieso? Ich hab mir dich als Schwiegervater erheiratet. Bitte, meine Schwiegertochter zu meiner Rechten? Ach, ist ja meine Tochter. Ja, gleichzeitig aber auch deine Schwiegertochter. Jetzt habe ich den Überblick über die Familie völlig verloren. Bitte, es sind eine Menge Herren draußen. Die möchten Herrn Michael sprechen. Mich? Bitte um Entschuldigung. Ja, guten Tag, Jungs. Wo kommt ihr denn her? Lieber Michael, unser allerherzlichstes Beileid. Wozu denn? Ja, habt ihr denn keinen Trauerfall? Nein, wir feiern Verlobung. Michael, Michael, ist das wahr? Freilich. Kinder, wie mich das freut. Michael, du und Barbara, fabelhaft, ich habe schon immer so etwas geahnt. Wir gratulieren dir herzlich. Aber nein, Karma, wir haben uns, ich meine, wir haben uns noch gar nicht verlobt. Wer denn? Mein Bruder und meine Schwester haben sich verlobt. Was, beide auf einmal? Ja, natürlich. So natürlich ist es natürlich nun wieder nicht. Also, eine Doppelverlobung. Wieso Doppelverlobung? Naja, du sagst doch, dein Bruder und deine Schwester. Ja, miteinander. Miteinander? 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 Ja, aber Moment. Ich habe offenbar heute keine glückliche Hand. Na, endlich ergriffen. Menschenskind, so etwas muss einem doch erklärt werden. Da wollen wir aber nicht länger stören. Unsere allerherzigste Gratulation deiner Schwester und deinem Bruder. Und das Konzert ist ja Gott sei Dank auch gerettet. Ja. Wiedersehen, Michael. Wiedersehen. Entschuldigt bitte, es waren nur meine Freunde vom Konservatorium. Sie hatten Sorge wegen des Konzerts morgen Abend. Das war doch sehr wichtig. Ihr Lieben, ich will keine Rede halten, sondern nur einen kurzen Trinkspruch ausbringen, um dem Schicksal zu danken und euch, die es mir geschenkt hat.
meine Lieben, seid Zeugen und Mitspieler einer Familie, die ich zusammengelogen, zusammengefügt oder zusammengedichtet habe. Wenn Gabi und Knut heute zu einem Paar geworden sind und somit eines Tages die Gründer einer neuen Familie, so scheint mir das der schönste Erfolg und ein Beweis dafür, dass der Begriff Familie nicht nur ein blutsmäßiger ist, sondern auch ein geistiger und vor allem eine Lebensform. Ich bitte euch, eure Gläser zu erheben und mit dem jungen Paar anzustoßen. Aber nicht zu heftig, denn es gibt Dinge, die man nicht zart genug anfassen kann. Das junge Paar, es lebe hoch, 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 hoch. Sigrid und Erich sollen eben die zauberhaftesten Eltern der Welt